Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diese Krone Big X Cargo vorstellen und natürlich geht es dann auch gleich los. So, mein Job ankommen, hier unsere Krone Big X 1100, kostet dich hier 415.000 Euro, 200.000 Liter Füllvolumen soll er haben, 85 km/h soll er schnell sein, finde ich extrem schnell, ja, liegt gleich ein bisschen das Füllvolumen dermaßen übertrieben, ja, man kann sich noch anpassen, falls er zu schnell ist. Ich finde, so ist er nicht schlecht geworden, wie ich ihn so gesehen habe. Der hat ein Tankvolumen von 1250 Liter, 1250 PS, 919 kW entsprechendes und 1560 Euro Unterhalt. Den kann man auch hier ein bisschen optimieren, wie man sieht. Also Motorausführung kannst du hier noch ein bisschen ändern. So, zum Beispiel in Grundausstattung haben wir hier 850 PS, 625 kW. Die Unterhaltskosten bleiben gleich und dafür 3.500 haben wir 900 PS, 662 kW und 577 Euro Unterhalt. Da wurde das, glaube ich, vom Anfang ein bisschen also nicht richtig eingetragen in der XML, weil gleich die vielen PS dastehen. Dann haben wir hier für 5.000 Euro haben wir 1.250 PS, 919 kW und 1.601 Euro Unterhalt am Tag. Was haben wir hier noch? Also dann haben wir hier Zwillingsbereifung vorne. Ich glaube, ich lasse mal hier mit den mit vielen PS da mal stehen. Also Zwillingsbereifung vorne für 5.400 Euro. Und dann haben wir wieder Standard. Okay. Jetzt müssen wir nochmal zurückgehen. Und dann tun wir dann den jetzt, den wir hier auch noch mal gleich optimieren, dass wir den nachher dann so sehen. Aber erst schauen wir uns mal den so an, wie er als Standard ist. Ich finde, sieht echt gut so her aus. Die Aufkleberlein passen auch. Hinten der Aufkleber ist ein bisschen wellig geworden, wie man ja sieht. Er hat hinten nur eine Hängerkupplung. Ich frage mich, wie man da was anhängen soll, wenn das Ding so lang ist. Dann hier, ja, das Einzige, was mir nicht so gefällt hier, das Logo da mit der Big X so her, dass das eine andere Textur hat. Und oben her, das Krone ist auch ein bisschen pixelig. Aber wenn man weit genug weg ist, sieht es ganz gut aus. Muss man wirklich so sagen. Man darf nicht einmal alles kritisieren, so wie ich das meistens auch mal tue. Ja, von der Seite her genauso. Finde ich passt ganz gut. So, jetzt tun wir den erstmal hier optimieren. So, dann gehen wir jetzt daher, machen den mit jede Menge PS und natürlich mit der Zwillingsbereifung vorne. So, jetzt haben wir den schon mal. Zwillingsbereifung vorne. Gut, dann wegen dem Umkippen, aber wie sieht jetzt dann hinten, wenn wir die 200.000 Liter drin haben? Ja, und dann haben wir noch,
müssen wir nochmal in den Shop reinschauen. Also, wir haben hier den Easy Collect 903 für 42.000 €. Hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 27 km/h, 9 Meter Arbeitsbreite und 19 Euro Unterhalt. Wie du siehst, kannst du ihn hier nicht optimieren. Dann haben wir hier den Easy Flow 300 für 3 Meter, 13.000 €, 27 km/h Geschwindigkeit und 3 Meter Arbeitsbreite, 30 Euro Unterhalt. Dann haben wir den Easy Flow 380, also 3,80 Meter Arbeitsbreite und 13.000 €. Ja, finde ich, hätte einen anderen Preis gehört, weil du hast ja 80 Zentimeter mehr. Also sollte normal, finde ich, ein anderer Preis dafür sein. 30 Euro und halt, wie du siehst, kannst du nicht optimieren. Das trifft doch auch alle anderen zu. Habe ich auch jetzt mal gekauft. Laufen wir mal hier vor, dass wir uns das hier mal so anschauen. Also hier haben wir den 3 Meter. So von der Textur her. Nicht weit genug weg bin, so ungefähr sieht es gut aus, wenn ich näher rankomme. Wetter leider pixelig. Dann gleich wie hier hätte der Text gerastert gehört. Dann haben wir hier unser Eisgebiss zum Häckseln. Dann haben wir hier den 3,80 Meter. So, dann gehen wir mal vor. Schauen mal hier rein. Gehen wir mal in die Innenansicht. Bin ich mal gespannt. Also EC-Steuerung hat er schon mal keine. Starten wir mal. Bin mal gespannt. Ah, jetzt läuft er. Das Lenkrad. Ja, also man sieht hier, ist animiert. Schalten wir mal das Licht ein. Die Knöpfe, Messdisplay, schon mal das leuchtet. Da ist noch nicht viel gemacht worden. Spiegel, ja, funktioniert. Wie man hier sieht, hier auch. Dann schauen wir gleich mal Rundumleuchte. Gehen wir mal in die Außenansicht. Dann sehen wir hier, die Rundumleuchte funktioniert. Dann fahren wir mal so rüber. Müssen wir schauen, ob ich überhaupt dran komme. Ob ich überhaupt den mir aufnehmen kann. Das ist ein bisschen blöde. Da steht der eine Hänger hier. Am besten, ich verkaufe mal hier die Hänger, was ich hier habe. So. Dass mir das nicht im Weg ist. So. Gehen wir weg. Das brauche ich jetzt nicht mehr. So. Dann haben wir jetzt dann nur noch unseren Gebiss, was wir wollen. Weil ich möchte ja. So, jetzt doch mal anhängen. So. So, dann fahren wir mal so vor. Dann sehen wir hier, er macht auch vorne hier auf die Zwillingsbereifung Spuren. Mit X klappe ich hier hinten den Container aus. Finde ich, sieht auch hammermäßig aus. Das hat mir immer ganz gut gefallen. Auch in den Landwirtschaftssimulator 13. Sieht man, bei diesem Teil ist also hier der Schlitz größer. Mal meinen die anderen Bunker ist der Schlitz hier auch kleiner. So, dann gehen wir mal auf Geräte. Klappen wir mal vorne aus, dann sehen wir erstmal hier die ganzen Lichter leuchten. Finde ich, kommt echt ganz gut rüber mit den Rot sogar her, wenn man so sehr sieht. So, nochmal. Kommt der echt hammermäßig rüber. Jetzt denken wir mal das Gerät, schalten mal auch mal ein. Wie das hier so dargestellt wird. Der Spruch ist auch ganz gut, wie wir es gewohnt sind. Klappen wir hinten das wieder ein. So, ja. Dann schauen wir mal hier, ob hier der Blinker hier funktioniert. Da blinkt er auch. Weiß nicht, warum er da Lichter hat. So, her. An der anderen Seite. So. Funktioniert auch. Da auch. Vorne auch. Warnblinkanlage. Das auch. Hinten genauso. So, dann schauen wir mal. Also, Bremslicht. Geht auch. Rückfahrlicht. Also hier hinten hat er keinen, aber hier hat er komischerweise, da hat er Rückfahrlicht, wo er eigentlich auch nichts bringt. Also,
Rückfahr war ein Ton, Bremslicht. Jetzt geben wir mal so her. Schauen wir mal. Also, wie schnell er wird. Gleich müssen wir aber auch noch auf, mal schauen auf die Karte. Ich muss jetzt da wohin? Ich muss hier rüber, da haben wir unser Maisfeld. Da können wir dann was testen. Also fahren wir hinten runter. Okay. Dass wir das wissen, dass wir auch den Speedtest in die richtige Richtung machen. Und dann fahren wir mal hier so rüber. Also mit die Zwillingsbereifung normal fahren ist nicht ganz so ratsam. Auf kleinen Karten. Horn. Bremsen gehen auch relativ gut, solange er leer ist. Warnblinkanlage, aber jedenfalls einen guten Spruch hat er drauf. Also für den brauchst du auf der Karten daher eigentlich keinen also anderen Transporter, weil du bist ja schnell am Weg. Ja, wie man sieht, also fahren ist ein bisschen schwierig. Reifenstaub und Spuren macht er auch, wie gesagt. Und ich denke, wir werden uns dann gleich hier auch wieder sehen am Feld. So, also bin ich am Feld angekommen, wie wir hier sehen. Also hier unsere Krone Big X Cargo 1100. Hier, der wird auch schmutzig. Wird ein bisschen was hier schon gehäckselt. So, dann starte ich mal nochmal das Gerät hier. Mal hier schön Ding Ding. So wie man früher irgendwie gewohnt ist von den Autos. Klappen wir jetzt hier unser Gerät hier mal aus. Hinten und jetzt da vorne. Mit Steuerung Z können wir auch hier schon Fahrt machen. Das heißt da Wendefahrt, komischerweise. Das sehen wir hier so her. Oder jetzt da andersrum müssen wir das nochmal drücken. Zum Beispiel so. Dann tun wir den Boden ein bisschen schon. Und man muss das ein drittes Mal, dass wir wieder nochmal gerade fahren. Also machen wir hier jetzt mal diesen. Ja, und jetzt starten wir mal hier unseren Häcksler. So, fahren wir mal so her. Dann mit hier schön animierter Einzug. Und dann sehen wir hier die Fahrjetzte hier so versetzt. Also schon Fahrt. Er macht, soll ja 25 km/h fahren, das werden wir dann nachher testen, wenn ich mal eine gerade Spur habe. Ist ein bisschen hier Helfer, das soll hier auch funktionieren. Aber bei diesem Feld hier geht das nicht ganz so gut hier mit den normalen Standardhelfer. Alternativhelfer habe ich jetzt nicht hier in meinem Ordner drin. Also man sieht hier, ich habe schon hier 23 km/h. Ist schon ein bisschen schwierig so her. Dass man also mit denen, also mit der Knicklenkung, ja, man muss es gewohnt sein. Ich bin es nicht gewohnt, jeden Fall. Jetzt vielleicht geben wir mal Gas, also ja, 27 km/h, da mal kurz drauf gehabt. Und wie wir sehen hier, ich habe ja schon 80.000 drin in dem Bunker. Mir ist auch aufgefallen, so her, wenn ich ihn ausklappe, sowas, er tut auch ein bisschen zappeln. Vielleicht irgendwie mit der Kollision oder so. Und wir haben jetzt komischerweise. Ah, jetzt geht er rauf. Davor ist er nicht aufgegangen. Ist mal kurz stehen geblieben, wie es ausschaut. Und wenn wir es so her sehen, jetzt schon wieder. Wird es nicht eingezeigt. So, jetzt sind wir hier unten. Woher? Da kannst du ja schon fast einen Großteil im Bunker rückwärts. Hm. Er bläst ja immer noch rein. Fährt er 15 km/h. So, jetzt mal schauen, dass wir so herfahren. So, jetzt mit der Schonfahrt. Ist ja ganz gut hier für den Untergrund, wenn es so sumpfig ist wie hier auf der Karte. Jetzt haben wir gleich hier unsere 200.000. Ja, oh, und haben wir schon drin. Und dass der schon heftig, dass der eigentlich so viel aufnimmt. Schade ist, dass man den Bunker halt nicht drehen kann. Es gab es auch mal, dass du den Bunker drehen konntest. Das machen wir so her. So, dann drücke ich mal hier das O zum Ausfahren und dann hier einfach Steuerung I. Dann drücke ich mal zwangsentladen. Dann sieht man hier, der Haufen schon voll ist. Und
hat jetzt schon einiges hier rausgehauen, aber ich finde, er ist so her ein schöner Mod. Klappt man das wieder mal ein. Schauen wir uns jetzt mal die Lok an. Also bis jetzt ist mir hier bei dem Mod her noch nichts aufgefallen, dass da irgendwie ein Fehler ist, wie man ja sieht. Und passt es soweit schon, wie man sieht. Also der Mod ist soweit fehlerfrei, wie ich gesehen habe. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schaust natürlich wieder rein. Ich würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.